Also, herzlich willkommen. Wir spielen zusammen das erste Spiel von meinem Free-to-Play-Day. Ich grüße alle Leute, die draußen auf der Suche nach kostenlosen Spielen sind. Ja, wir werden den Free-to-Play-Day jetzt hier starten. Wir schauen uns Sherwood Extreme an. Also, ich habe überhaupt keinen Plan, was genau mich erwartet. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich gehe da komplett blind rein. Ich habe nur gesehen, es ist ein sehr neues Spiel und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich selber habe kein Geld. Deswegen spielen wir einfach Sherwood Extreme. Und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Der Sound ist noch sehr laut. Ja, die Musik so ein bisschen hoch. Nee, wir nehmen keinen Ghost Runner. Wir nehmen keinen Aim Assist. Und die Aim, ja, keine Ahnung. Wir wissen ja noch nicht, was hier so abgeht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Ich habe hier mehrere Sprachen. Aber da scheint mir kein Deutsch dabei zu sein. Nee, dann nehmen wir Englisch. Muss ja wohl. Weil ich verstehe kein Russisch. Spanisch vielleicht ein bisschen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Wir diven hier direkt rein. Okay, ich habe null Ahnung. Okay, das Schießen, das Zielen. Leute, ich habe die Musik zwar echt runtergedreht, aber irgendwie hat es das nicht gespeichert. Deswegen, ja, hier ist Soundeffekt immer mal ein bisschen lauter, dass da alles gut ist. Ja, ist doch schon viel besser. Okay, wo müssen wir hier denn lang? Wow, da war ja schon ein Gegner. Ja, das ist ja richtig gutes Spiel, ey. Oh, ja, okay. Das kriegen wir hin. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Dreh raus hier. Und jetzt machen wir mal Boom. Nice. Nicht vergessen, Leute, das Spiel gibt's für Umme. Boah, dem schieße ich. Nice. Triple kill. Nice. Woo. Cool. Das war jetzt im Endeffekt ein Level. Das ging leider ein bisschen schnell, aber so an sich echt ein gutes Spiel, macht Bock. Dann werden wir mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Das haben wir gerade gemacht, dann geht's jetzt hier hin. Was geht denn hier ab? Was? Und wir zerlegen das ganze verkackte Schiff. Nice. Und runter. Oh nein, nein. Okay. Was? Und den machen wir hier auch noch weg. Hier geht's rüber. Was? Das ist gar nicht mal so schlecht, dieses Spiel. Also ich habe mir jetzt von dem Free-to-Play... Das war jetzt echt dumm. Was ist da gerade passiert? Ich war zu eilig. Aber wir werden das Level doch jetzt wohl meistern. Ah, das kriegen wir hin. Okay, und hier ist die Kiste. Nice, wir haben es geschafft. Nice. Ja dann, continue. Boom. Die Hühnchen machen Boom. Auf nach Nottingham. Bam. Double kill. Woo! Yo, was geht denn da ab? Nice. Yo, cool. Okay, wir haben den ersten Bug hier so für uns gefunden. Ich komme hier nicht weg. Ich back fest. Oh ja, meine Corona-Frise, ey. Ich habe mir selber gesagt, ich gehe nicht zum Friseur, solange man noch Masken tragen muss. Mein Friseur, weil es mir einfach mega auf den Sack geht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da bald nicht mehr drum herum komme. Ich sehe ja schon so gut wie nichts mehr. Ja, das geht voll klar. Das kriegen wir hin. Jo, da scheppert's einen ganz schön weg. Da muss ich was ausprobieren. Ich hüpfe hier jetzt hoch und dann. Wuhu, ist ja geil. Alter, ich bin Ultra-Ritter. Nice, so richtig mit fetter Rüstung.
Junge, ey, wir rennen die hier ja richtig nieder. Oh. Nice. Das Spiel kann man übrigens auch im Koop spielen. Da wir ja hier eigentlich eine Allianz haben, die miteinander spielt, kann ich euch auch schon fast versprechen, dass wir das Ganze vielleicht auch mal im Koop zocken werden. Ja, immer vorwärts. Und ab in die Luft, sehe ich irgendwo was. Nee, ich sehe. Der war schön, der war richtig schön. Das war eine Ninja-Aktion. Ich brauche noch mehr. Diese Mucke motiviert einen auch noch so. Der hatte Stil. Dafür geht es auf. Oh, da. Jetzt fall schon, du Riese! Ja, also. Ey, ich muss sagen, ein richtig gutes Spiel. Bockt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es einen langzeittechnisch bindet, aber wenn man einfach mal so eine Stunde oder so rumkriegen will, ey, warum nicht? Macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich empfehle es weiter. Und schauen wir mal, was das nächste Free-to-Play-Game sein wird. Ich weiß es schon, ihr wisst es dann ab nächster Woche. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, setzt einen Kommentar ab, was für Spiele ihr denn gerne sehen wolltet, Free-to-Play, dass ich sie spiele. Und ja, dann sieht man sich das nächste Mal bei mir auf dem Kanal. Und einschalten.